Oh, Scheiße! Heftige Explosionen erschüttern immer wieder die Dresdner Innenstadt im Stadtteil Friedrichstadt. Ein Bagger beschädigt offenbar bei Bauarbeiten eine Gashauptleitung und löst so einen Großbrand aus. Das ausströmende Gas entzündet sich und wird zu einem riesigen Feuerball. Die Arbeiter können sich offenbar alle noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Verletzt wird nach ersten Informationen der Polizei zum Glück niemand. Durch das Feuer brennen jedoch mehrere in der Nähe geparkte Autos ab. Außerdem kommt es zur Explosion von Gasflaschen in einer benachbarten Firma. Die Polizei riegelt die Gegend weiträumig ab. Zahlreiche Linien des öffentlichen Nahverkehrs müssen umgeleitet werden.